Ja, servus, liebe Skyrim-Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei The Maze und wir haben hier in der letzten Folge den Lord platt gemacht und sind dann hier noch weiter in der Schatzkammer geblieben und können uns jetzt hier wieder ordentlich die Taschen voll machen. Ihr seht das schon, da rasselt wieder das ganze Gold in den Kassen. Hier haben wir noch ein bisschen Stuff, was wir verhökern können von beachtlichem Wert. Was haben wir hier noch? Okay, irgendein Gleitgel oder sowas, keine Ahnung, nehmen wir auch mit. Da haben wir noch einen mysteriösen Stern. Sehr interessant. Ein bisschen Gold. Dann haben wir noch eine Strange Cube. Noch mehr Gold. Also wir können uns hier ordentlich die Taschen voll machen. So, da ist aber auch. Da haben wir schon. Was ist denn das? Eine Hand? Okay. Ekelhaft. Ach, guck mal, die hat noch ein paar Ringe an. Das ist ja nicht schlecht. Die sacken uns einfach mal alle ein. So, hier ist noch so ein widerlicher Griffel. Ring des höchsten Schleichens, nice. Ja, nehmen wir auch mit. Da haben wir hier noch wieder eine goldene Urne. Bisschen Gold ab und zu mal wieder in die Tasche stecken. Noch eine Urne, noch ein Flakon. Ach, guck mal hier. Erinnert mich ein bisschen an die Diebesgilde. Da haben wir dann noch hier eine juwelierbesetzte Krone. Und da liegt noch der komische Lord. Ja, wir sind eigentlich durch hier. Ich meine, ich habe jetzt nicht alles mitgenommen, ne, was hier an Gold liegt. Aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal weiter. Denn wir wollen ja auch das Spielerhaus irgendwann mal finden. Dafür haben wir ja gerade den Schlüssel eingesackt von dem Lord. Und wie gesagt, wie im ersten Teil schon, ihr müsst auf jeden Fall erstmal hier diesen Lord platt machen im Tresorraum, bevor ihr das Spielerhaus findet, sonst kommt ihr da nämlich nicht rein. So, hier waren wir noch gar nicht gewesen beim letzten Mal. Ach, guck mal hier. Da haben wir wieder so ein Teleport-Ding. Da können wir uns dann wieder irgendwo hin teleportieren. Wo kommen wir jetzt raus? Wer ist er denn? Ah, okay, der ist nicht wohlgesonnen. Komm mal her. Ist kurz mal aufgeschnibbelt. Na, was hat der auf der Tasche? Ein Herz und der Rest ist Schrott, okay. Wir können natürlich auch mal die Waffen ausprobieren, die wir im ersten Teil eingesackt haben. Also jetzt hier diese Special-Waffen, die wir da mitgenommen haben und dann können wir eigentlich mal probieren, was die so können. So, das Ding hatten wir, ne? Das war am Ende gewesen. Ich hätte aber gerne mal hier dieses komische Fahrgeschäft aus dem Phantasialand. Wie hieß das Ding noch? Genau da, Light Talun. Damit würde ich gerne mal droschen. Ist auch ein Einhänder, ne? Damit sind wir dann auch schneller am Start. Wo ist es denn jetzt? Da, Leiterlun. Ja, komm, wir probieren das mal aus. Funkelt auch ganz schön. Nehmen wir das einfach mal und kloppen da mal auf die Kameraden hier ein. Da ist irgendwer. Alter, was ist denn da los? Sind die da gerade ein Elch am Kloppen? Okay. Jark. Ja, komm, wir helfen mal. Wir helfen mal mit. Oh, jetzt greifen wir uns auch an. Alter. Sag mal, wir wollten dir doch nur helfen. So, komm her, du. Einhändig verbessert, sehr schön. Das Vieh ist einfach umgekippt. So, wo ist jetzt dieser komische Lord hier hin? Ach, der versteckt sich da hinterm Holzstamm. Guck mal an. Komm her. Sag mal. Du feiges Schwein. Du feiges Schwein, komm her. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hat der noch irgendwas auf Tasche? Knochenpfeile, Bogen, Inferno? Nein, danke. So, und da ist da jetzt schon Ende oder ist da das Spielerhaus? Da vorne steht noch so ein Penner, ne, oder? Steht da vor jemand? Ist das wieder so eine Art Wache? Seht ihr den da vorne, den Knecht? Der, okay, jetzt hat er uns erkannt, aber hallo? Hallo? Warte mal, wir können mal gerade hier. Wo hatten wir es? Wo hatten wir es? Können wir gerade mal. Nee, falsch. Wo haben wir denn? Caster können wir natürlich aktivieren. Aber warte mal. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Weiter oben. Wir beschwören Feuerblitz. Können wir auch mal machen. Können wir ordentlich einheizen. Ah, da oben sind die Dinger. Okay. Okay.
Für 450 Sekunden, mega. Dremora Lord. Atronarch, Flammatronarch. Ja, komm, den zaubern wir mal herbei. So, hallo? Ah, das ist echt so eine Wache. Alter! So, jetzt lass das mal den Atronarchen da machen. Wir machen nix. Okay, der kommt gar nicht zu Potte. Ist zwar eine gute Ablenkung, aber so viel Damage macht er jetzt auch nicht. So, komm her. Aua! Aua. Ja, Pa, genau. So. Okay, haben wir noch eine Truhe? Und hier geht's wieder nach Himmelsrand zurück. Okay. Hier ist wieder eine Truhe mit dem gleichen Inhalt wie auch. Alter, was hängt denn das gerade? Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Das ist jetzt mal interessant. Hä? Ach, jetzt kommen wir hier oben raus. Und da unten, wo unser Pferd steht, sind wir im ersten Teil reingegangen. Genau, hier sind wir reingegangen. Ach, scheiße, das heißt, wir sind einmal. Oder ist das nachher am Ende der Ausgang? Ich glaube, wir waren einfach zu früh da. Jetzt schneit es hier auch noch. Ordentlicher Schneesturm. Okay, das heißt, da ist dann letztendlich unser Ausgang. Wir flitzen mal hier durch in die Ecken, wo wir noch nicht waren. Guck mal, hier waren wir auch noch nicht gewesen. Hier, hoch. Fackelwürmchen. Genau, hier haben wir noch so einen Baumstumm. Aber das Zeug kennen wir auch. Ich meine, die Dinge haben eigentlich den gleichen Inhalt hier. Da haben wir noch tödliches Gift, dieses hübsche Flakon als Parfüm für unsere Liebste zu Hause. Das können wir auch mitnehmen. Oh, da können wir mal drüber gaffen, das ist nix. Ich renne jetzt einfach mal hier ein bisschen durch. Da sind wir hergekommen. Den kennen wir auch schon aus dem ersten Teil. Hier das zugewucherte Zeug auch. Hier, sieht ihr, da haben wir das schon platt gemacht, den Bären. Und da sind noch Gegner. Da waren wir scheinbar noch gar nicht. Ah, ne, hier war die Sackgasse, genau. Dann sind die tatsächlich auf der anderen Seite. Wir können aber nichts sehen. Okay. Wir können da leider nicht drüber gaffen. Können wir dann. Hier ist auch nichts. Da ist noch der Bär. Das war dieser komische dicke Baumstumpf. Und was ist das Ekelhaftes? Sieht aus wie mein Popo. Nein, Spaß. Da sind wir noch gar nicht lang gestiefelt, genau. Da sind wir noch gar nicht lang gestiefelt. Oh, das sieht aber ganz nice aus. Da hinten haben wir noch so einen Baumstumpf und hier ist wieder so ein komisches Ei. Nehmen wir mal mit. Falkenei. Ich hoffe, jetzt gleich kommt nicht die Brutmutter zurück. Was war denn das? Ein Kristall, wo soll der denn sein? Ach, guck mal, da versteckt. 7500 Wert, nice. Und hier haben wir dann noch zum Teleportieren etwas. Wo kommen wir da raus? Warte mal, ich gehe gerade nochmal im Baumstumm hier gucken. Was war das? Okay, da war nix. So, lass mal gerade gaffen. Ist hier irgendwas drin? Kurz mal reinfingern. Ja, ein bisschen Gold, 2000 und dann noch etliches an Stäben. Dann können wir hier hinten mal reintingeln. Gucken, wo wir jetzt hier rauskommen. Oh, Aschenbrot, komm her. Alter, der kloppt aber ordentlich drauf, der Kamerad, ne? So. Da steht noch einer von denen. Wo geht's hier lang? Warte mal, wir machen den mal kurz platt, oder? Komm, wir machen den mal kurz weg. Da geht's auch noch irgendwo weiter. Ach du Scheiße, da auch. Es nimmt kein Ende. So, kurz mal für Ablenkung sorgen. Bringt gar nichts. Aschenbrot. Genau, weg mit dem. Huch. Da ist wieder eine Kiste. Ist das ein. Ah, ne, das ist gar keine Kiste. Da liegt irgendeine Waffe. Wow. Okay. Sieht zwar cool aus, aber macht jetzt nicht so viel Schaden. Huch. Da geht's weiter. Hier links geht's auch weiter. Ist das hier zugewuchert? Das ist alles zu mit Stachelgras. Da campt irgendwer. Ist das für ein Penner? Hallo? Ah, okay. Komm her. Der bewacht da auch wieder so eine Waffe. Aber das ist die gleiche, ne? Ja, der bewacht dieselbige.
Okay, nehmen wir trotzdem mal mit. Alles auf Tasche. Können wir verhökern? Freuen sich die Herrschaften in Solstheim. So, können wir. Hier ist nix. Was ist das? Okay. Da, Alter, wie emsig ist er denn? Oh Gott, mal welch. Oh, was war das? Okay, hier ist auch alles zugewuchert. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Ist hier ein bisschen wie bei Pokémon im hohen Gras jetzt suchen. Wer ist denn der Brocken da hinten? Ja. Ach du Scheiße. Alter, wie kommt. Boah, mit was für einer Bombe kommt der denn hier rein? Alter, der trampelt uns einfach platt. Junge, was ist das? Ich sehe nix. Hohes Gras, Pokémon. Wildes Radfratz. Gold. Okay, nehmen wir mit. Vielen Dank. So, was ist da widerliches? Okay, Bozias Glanz. Scheiß auf die. So, widerlichen Pilz. Okay. Ring. Blitz. Mächtigen Ritters. Wiederherstellung. Haben wir auch schon. Ist okay. Jetzt gleich greift uns noch ein wildes Bisasam an oder sowas. Wo will der hin, der Freund? Komm her, du. Okay, und da haben wir den. Eine Art Teleportstein oder was soll das hier sein? Teleportstein, okay. Öffnen the Maze. Kommen wir jetzt raus? Was ist denn das hier? Hä? Alter, was ist das denn? Junge, was ist mit dir? Alter. Okay, was ist das? Irgend so ein Sockel, keine Ahnung, was der für eine Funktion hat. Hä, wo ist dahinter das Labyrinth? Oh, guck mal, da ist ein Fuchs. Was? Und da. Alter, was ist denn hier für ein reger Verkehr? Da ist. Hä? Hier ist noch ein Teleportstein. Hier ist ein Zauberbuch. Und ein bisschen zum Abernten. Was ist das Wildes wieder? Okay, das ist auch. Alter, die sind doch total krank hier. Ziel the Maze, hä? Was? Alter, sag mal, was ist das denn hier? Da können wir noch in irgendeine Höhle gehen. Da hinten war noch ein Stein. Und hier geht's hier endlos weiter. Okay, nee, was ist denn das da hinten? Nee, das ist irgendein Geschwür. Das ist ein Felsen, was kommt da wieder angerast? Oh, okay, ist da Paarungszeit? Ah, ne, die droschen das arme Vieh. Einfach auch der Bär, der mischt da mit. Hier geht's ordentlich zur Sache. Warte mal, wegmachen hier. So, weg mit dir. Okay. Hä? So, was ist mit ihm hier? Greift es uns an? Nee. So, hoch. Entschuldigung. Ja, die Frage ist, gehen wir jetzt in die Höhle rein oder in den Teleportstein, den wir da anfangs noch gesehen haben? Da ist irgendwo noch ein Gegner, scheinbar auf der anderen Seite. Wo kommen wir jetzt hier raus? The Maze. Okay. Warte mal, wir probieren das mal. Wo kommen wir hier raus? ach du, was ist das denn? Au, aua! Was ist denn jetzt? Ja, Alter, aua! Die gierigen Krabben. Mr. Krabs, for life. Alter. So, komm her. Ja, wo hängen wir denn jetzt? Da oben links ist wieder so ein Teleportstein. Was ist hier los? Hier drehen die Karnickel. Ach, guck mal, das ist Labyrinth. Hier sind etliche Karnickel, die einfach ausrasten. The Maze. Da dreht wieder ein Elch durch.
Die drehen alle durch hier. Was ist denn das? Werwolf? Okay, das scheint jetzt wieder richtig zu sein. Alter, wie kloppt der denn drauf? Alter! So, und das war jetzt auch wieder dieser... Hallo? Teleportstand? Ich sehe das nicht. Alles zugewuchert. So, können wir... Noch eine Kätzchen auf? Kätzchen. Entschuldigung. So, da... Warte mal. Müssen wir erstmal orientieren. Das kennen wir doch schon, dieses... Das Gehänge da. Hier waren wir noch nicht, ne? Hier waren wir noch nicht gewesen. Okay, da ist... Was ist das? Oh, da leuchtet schön, da gehen wir hin. Boah, aua, Alter! Oh, meine Augen! Das ist ja Augenkrebs hier! Alter! Kann man hier auf so einer Techno-Veranstaltung, Junge! Alter! Okay, was ist hier? Hier waren wir scheinbar auch noch nicht. Wer ist er denn? Ach, ein Falmer. So, komm mal her, du. So, wer ist er? Hallo, Entschuldigung, my lord. Eure Lordschaft. Sind sie freundlich? Entschuldigung, wie er uns angafft. My lord, okay, Alter, der macht hier nichts. Ist das der Endgegner oder was ist das? Kannst du uns mal helfen? Okay, der ist der... Hä, was macht denn der? Greift er uns jetzt nicht an? Okay. Es scheint nicht der Endgegner zu sein hier. Was ist denn das? Okay, haben wir noch eine Chest. Gifte Ausdauer. Mondsteinerz. Ein paar Zaubersprüche paralysieren. Guardian Circle. Stahlriemen. Okay, den Rest kennen wir schon. Eibeutel. Hier können wir nicht reinfingern, ist nichts drin. So, wo geht's hier weiter? Da ist noch so ein Eibeutel. Was ist denn das hier? Kurz mal da lang gehen. Nicht, dass wir was vergessen. Hallo? Also mit ihm weiß ich noch nicht, ne? Dass der da einfach steht und nichts macht, ist irgendwie komisch. Ich glaube, der... Alter! Ich glaube, was kotzt der denn so ab hier? Boah. Was ist das hier von der Ecke? Da ist noch ein... Okay. Können wir einen Schaurus herbeizaubern? Ah, doch, da war noch was zum Reinfingern. Drachenplattenhelm. Bierchen. Regeneration. Okay. Hier ist nichts wirklich Krasses drin. So. Da ist noch immer der komische Kerl. Der steht einfach nur da. Hier haben wir noch eine Urne. Was ist da drin? Diamant. Okay. Aber sonst auch nicht wirklich Geiles. Alter! Macehound. Okay. Macehound. Was ist das denn? Wer stand da jetzt schon wieder? Entschuldigung, bist du auch lieb da drüben? Ich sehe dich, mein Freund. Du brauchst dich gar nicht so zu verstecken. Ja, komm, wir probieren jetzt die Keule mal aus. Muss auch mal hier wechseln. Was bist du für ein Kamerad? Hi. Okay. Ja, scheinbar nur Deko, hoffentlich. Hoffentlich lassen die uns in Ruhe.
Da haben wir Saphir. Okay, auch nichts. Entschuldigung, ich suche das Spielerhaus. Entschuldigung. Ist gerade auch relativ dunkel hier, ne? Wollen wir hier die Funzel anschmeißen. So. Moje. Hey, jetzt greift er uns doch an. Ist das wer anders? Was ist denn das denn jetzt noch von hinten? Alter, was? Sag mal. Du Schwein. Einfach mal Volley genommen. Schön Volley genommen, das Ding. Ah, ein Drauger, ja. Natürlich. Overlord, komm her, du. Huch. Gerade mal diesen armen Hund da Volley genommen. Vollspann. Maze. Okay, da geht's wieder irgendwo hin. Was haben wir da in der Ecke noch? Wieder irgendeine Truhe oder was ist das? Ne, was ist da? Wieder irgendein widerlicher Griffel. Überragende Beschwörung. Mhm. Gesundheit. Schloss knacken. Rubinring. Nehmen wir alles mit. Und einen goldenen Ring können wir verhökern. Sehr schön. Okay, dann können wir da eigentlich mal wegteleportieren, ne? Theoretisch. Wobei, da ist... Was ist das? Da können wir uns auch... Ich sehe gerade gar nichts. Wegteleportieren. Lass mal da erstmal gaffen gehen. Wo sind wir jetzt hier? Alter, ich sehe... Wer ist er denn? Ach, die Schwiegermutter. Moin! Huch! Komm mal her, du. Guck mal weg. Bah, Alter, was ist denn das? Hat er gerade abgeschissen? Okay. Alter, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Alter. Boah, wieder schön abgeschissen. So, den haben wir auch platt gemacht. Was haben wir hier noch Schönes? Meteor? Gewicht 100. Unordentlicher Wert. Sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Können wir uns ein bisschen aufwärmen. Hier ist noch so ein widerliches Ding. Aber sonst... Okay, da ist aber auch nichts Geiles drin, ne? Da ist nichts Geiles drin hier. Smaragd. Das ist ein Griff, ja. Also, ich meine hier mit diesen ganzen Kisten, mit der ganzen, mit den ganzen Rüstungen und Waffen, die wir hier looten können, können wir natürlich schon, wer ist er denn? Können wir natürlich schon eine ganze Waffenkammer mit ausstatten. Das ist schon ganz geil. Wer schießt da jetzt noch von der Seite? Hier war doch noch irgendwo so ein Penner gewesen, oder? Kann man nicht gerade noch irgendwas angeflankt? Ah, guck mal hier. Oh, nice. Ja, frei saufen. Ich zech mir einfach alles rein. Ja, einfach alles reingeknallt. Und da links ranzt noch irgendwo einer ab. Okay, der flankt schon. Komm her. Alter, ach du Scheiße. Da konnte ich mal mit einem Cut hier. So. Dann können wir hier wieder irgendwo hin teleportieren. Wo sind wir jetzt? Alter, was ist denn das? Da ist irgend so ein Troll oder was? Der guckt einfach nur die Wand an. Wie früher in der Schule. Du stellst dich jetzt in die Ecke. 5 Minuten. Muss man sich in die Ecke setzen. Wenn man Scheiße gebaut hat. Und dann stehst du da und guckst einfach nur die Wand an. Was ist da oben? Da ist noch so eine... Ist das ein Buch? Ja, ist ein Buch, ne? Chicken, okay. Da unten sind wieder irgendwelche Viecher am Start. Und... Ah, Moment mal, das ist doch... Da sind wir doch eben hergekommen, ne? Da haben wir uns doch eben erst hin teleportiert. Das heißt... Ach du Scheiße. Okay, hier sind wir hergekommen. Leute, wir werden das Spielerhaus irgendwann noch finden, so bei Folge 100. Also ich mache euch da wirklich Hoffnung, ne? Das Spielerhaus, wir werden es finden, keine Sorge. Hier ist Unix, was ist das? Noch ein Troll. Welche macht? So, da oben ist nix. Da oben ist noch so ein Teleportstein. Und irgendein Viech, was da unten noch nistet.
Ist aber gerade nicht aktiv. Das hängt da einfach nur ab, oder? Moje, was ist das denn? Ah, eine Katze, okay. So, kurz in die Wand reingebackt. Und dann können wir uns hier mal wegteleportieren. Lass mal gucken. Da haben wir, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Okay. Also wer da keinen Bock hat, hier jetzt durch dieses ganze Labyrinth rumzuschleichen, der kann sich dann natürlich auch bei der Mod diesen Screenshot anschauen, wo dann der Weg eingezeichnet ist, wo man direkt zum Spielerhaus kommt. Also das kann man sich auch alles ersparen, ne? Das ist da eben eingezeichnet worden vom Creator, wie ihr direkt vom Eingang, wo wir reingekommen sind, wie ihr dann direkt zum Spielerhaus kommt. Wobei, ne, ihr müsst dann erstmal in den Tresorraum und dann von dem widerlichen Lord den Schlüssel einsacken, damit ihr da erst reinkommt. So, hier ist... Hä? Alter, wo sind wir hier? Oh, guck mal hier. Moje. Das sieht immer gut aus. Wo Gegner sind, sieht immer gut aus. Dann sind wir schon mal richtig. Wenn wir die noch nicht weggemacht haben. Sehr gut. Was ist das hier? Oh, toll. Wow. Wow. Okay, wir sind doch nicht richtig. Wir sind doch nicht richtig. Hier waren wir nicht, ne? Oder sind wir hierher gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach nee, guck mal, das sieht doch gut aus. Sehr schön. So, huch. Der ist auch weg. Können wir da... Was ist da? Noch ein Kätzchen. Da ist dann wieder so ein Teleportstein. Huch. Da ist ein Teleportstein. Und da, wer ist er? Ach, wieder ein Overlord. Mehr du? Alter Overlord, du. Gradin, ja genau. Danke, auch so. Gesundheit. So, komm. Kätzchen ist weg. Ist der tot? Ach nee, sag mal. Goldknochenmehl brauchen wir nicht. Da ist... Alter, was ist das denn hier? Komm hier hoch. Oma weg. Jetzt. Okay. Da rennt irgendwo noch ein Gegner, aber scheinbar auf der anderen Seite rum. Hier ist... Hä? Ach, guck mal, hier waren wir auch schon gewesen. Scheiße. Okay. Scheiße. Gut, dann rennen wir wieder zurück. Kommando zurück. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Dann müssen wir doch in die andere Gasse einbiegen. Oder wir können es natürlich auch teleportieren, ne? Den haben wir jetzt mal gekonnt ignoriert. Das können wir natürlich auch machen. Boah, Leute, wir sind endlich am Spielerhaus angekommen. Sehr, sehr, sehr nice. Nochmal bitte? Bitte nochmal? Nochmal? Nein? Doch, komm. Komm. Ja, Leute, wir werden natürlich jetzt nicht in das Haus reingehen, sondern erst in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.